Hi, ich bin Patrick und arbeite als Jugendbibliothekar in der Pablo Neruda Bibliothek in Berlin-Friedrichshain. In diesem Video erfährst du, wie du Jugendliche durch Virtual Reality für das antike Ägypten begeisterst. Die Idee ist, dass Jugendliche ab 13 Jahren bei diesem zweiteiligen Workshop einen Einblick in das virtuelle Ägypten erhalten. Mit Hilfe der VR-Software CoSpaces Edu wollen wir die Grundlage der Programmierung aufzeigen und gleichzeitig die Zielgruppe dazu anregen, selbst kreativ zu werden. Was ich dabei besonders spannend finde, ist die Mischung aus Geschichte und Coding. Am Ende können die Ergebnisse der Schülerinnen und Schüler schließlich durch unsere VR-Brillen betrachtet werden. Zu Beginn war es schwierig, sich in CoSpaces Edu hineinzuarbeiten und erstmal die unglaubliche Anzahl an Gestaltungsmöglichkeiten zu begreifen. Allerdings hilft einem das Tool sehr. Die Oberfläche ist äußerst benutzerfreundlich und lädt hervorragend zum Ausprobieren ein. Letztendlich war ich überrascht, wie schnell man sich dann doch zurechtfindet und seine erste eigene 3D-Welt erschaffen kann. Wenn man sich als Bildungseinrichtung dafür entschieden hat, VR-Brillen in das Inventar aufzunehmen, ist es absolut empfehlenswert, dieses Veranstaltungskonzept durchzuführen. Es verbindet ein inhaltlich relevantes Thema aus dem Geschichtsunterricht mit den wichtigen Begriffen Programmierung und Virtual Reality. Außerdem findet die Zielgruppe dadurch Zugang zu moderner Technik, setzt sich intensiv damit auseinander und nimmt den Lernstoff auf eine besondere Art und Weise auf. Für die Veranstaltung Brauchst du Laptops bzw. Tablets mit einem Zugang zu CoSpaces Edu und eine stabile Internetverbindung? Um die Ergebnisse visuell zu veranschaulichen, sind VR-Brillen unabdingbar. In unserer Bibliothek nutzen wir Oculus Go. Diese können aber auch durch ein Smartphone, entsprechende Linsen und ein Stück Karton selbst gebastelt werden. Ich hoffe sehr, euch hat unser Veranstaltungskonzept gefallen und ich freue mich darauf, euch in Ägypten wiederzusehen. Bis dahin viel Spaß. Whoa.